Adi Schatz, Suicune ist im Raid und ist aufgegangen. Wir müssen los, wir müssen noch ein Community Raid machen. Weil gestern haben wir schon Raikou gehabt und Entei fehlt auch noch. Ach, Suicune, heute ist Suicune. Au, Adi, lass dich nicht stressen. Adi Schatz. Ach so, was wir auch noch machen müssen. Ich habe einen wilden Grizzlybär gefunden. Das ist ein Bär, das erkennt man hier an den Ohren. Den müssen wir jetzt auch mitnehmen, denn wir sind ganz alleine, Freundchen. Und deswegen gehen wir jetzt zum Raid. Zum Bären-Raid von Bärenmarke, genau. So, der Bärenmarke-Bär ist jetzt in Gefangenschaft. Der kann sich jetzt auch nicht mehr wehren. Der ist hier fest im Griff. Wir laufen jetzt zum Raid. Ah, kaputt. Wir laufen jetzt zum Raid und dann gucken wir mal. So, das Gute ist, da wir eh am Berg wohnen, fährt der Kinderwagen eigentlich die ganze Zeit alleine rum. Man muss gar nichts machen. Das spart auf jeden Fall viel Zeit und Kraft. So, das ist die Arena. Sieht halt ein bisschen mickrig aus. Halt einfach nur so eine blöde Litfaßsäule. Da habe ich aber eine eingereicht. Die wurde natürlich abgelehnt, weil die sieht ja nur gut aus, wenn da hier so richtig schön alles vollgeschmiert ist, von oben bis unten. Jetzt muss ich mal meinen Krempel hier mitnehmen, mich darüber an den Baum verziehen oder irgendwo was euch aufhängen, damit wir mal gucken können, was wir gegen Suicune überhaupt nehmen. Hier sind auch Leute drin, sehe ich. Keine Ahnung, hier steht niemand. Aber die Arena ist voll, Lobby ist voll, vielleicht wohnen die auch einfach alle hier. So, ich stehe jetzt hier, habe ich an den Zaun gehangen, mitten im Schatten. Hinter mir seht ihr die Wohnblocks, ne? Ist eigentlich eine chillige Gegend hier. Jetzt muss ich aber mal kurz in den Community-Tab und schauen, wen wir alles einladen müssen. Ich muss die Leute ja immer neu adden auf dem Account. Habe jetzt alle geaddet, die da standen. Wenn sich jetzt noch einer dazu eingeschrieben hat, kann ich es leider nicht ändern. Die Zeit habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich muss ja auch sehen, dass ich überhaupt hierher komme. Ich habe noch mal eine neue Konda-Grafik gepostet. Eine auf Deutsch, eine mit zwei Tabellen. Hier seht ihr noch mal also Raikou, Entei und Suicune. Wir sind jetzt bei Suicune. Das Ding ist vom Typ Wasser. Wir brauchen also Elektro oder eben Pflanze. Ich werde gefühlt nichts davon haben. Ihr werdet bestimmt einiges haben. Wir gehen jetzt mal hoch, denn da haben wir gepostet den Community Raid für 12.55 Uhr. Das ist 53. Jetzt muss ich mal kurz hier reingucken, wen wir einladen sollen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendeinen einzuladen. Henry, Niki, Shenaya, Pogehande, Aiwa, Schaf, Matze, Mofuga und dieser Dennis Nieland. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den auch einzuladen. Wahrscheinlich nicht. Den müsste ich auch erst noch adden. Jetzt habe ich mir die da abgespeichert. Jetzt muss ich hier drüben mal gucken, muss da mal rein. Muss jetzt seine Nummer hier irgendwo noch eingeben, muss aber zurück ins Spiel. Ihr seht, das ist alles sehr chaotisch. Plötzlich sind die anderen noch da, alles durcheinander. Bin ich wieder komplett raus. Drück mal hier drauf. Falco wollte, glaube ich, vor Ort irgendwie mitmachen. Keine Ahnung. Ich drücke das jetzt schnell mal hier noch rein. 5, 6, 7, 8. 17, 9, 6, 13, 60, Dennis, Anfrage ist auf jeden Fall raus. So, wenn ich jetzt die hier so eingehe, müsste ich ja nur den Dennis noch dahinter eingeben wollen. Der Mofoga hat auch noch nicht angenommen. Schieben das jetzt mal hier hin, schneide das aus und jetzt ist es gleich 55, da gehe ich dann rein. Bei dem anderen bin ich jetzt auch soweit. Und ja, Mofaga, Dennis, die müssen halt, wie gesagt, beide noch annehmen. Dennis hat direkt jetzt angenommen. Das passt ja, haben wir noch reingekriegt. Gehen jetzt auch einfach öffentlich rein. Lad jetzt den hier ein. Den Batzen an Leuten. 1, 2, 3, 4, 5. Matze ist übrig. Matze muss ich noch mitnehmen. Und Mofaga hat immer noch nicht angenommen. Ich kann auf dem anderen Account hier mal gucken, ob da Mofaga dabei ist. Moma, Monedenmichi, Moonlight und Moritzruhe. Also da ist auch kein Mofoga dabei. Kann sein, dass der jetzt noch in den nächsten 20 Sekunden annimmt. Ich muss ja eh warten, bis ich die zweite Runde einladen kann. Auf dem anderen Account sehe ich hier Katagami, Geowatz, Bisaflor, Tangolos, Magnezone, Raikou. Raikou ja momentan eh in den Raids, was ihr nehmen könnt, direkt gegen Suicune. Suicune könnt ihr nehmen gegen Entei, würde ich aber nicht, würde einfach was Sinnvolles nehmen. Hier, guck mal nochmal rein, ob der Mofoga jetzt da ist. Immer noch nur Matze. Ich sehe keinen Mofoga, habe ich es falsch geschrieben? Muss ich mal Freundschaftslevel gehen, von ganz unten gucken.
Son Gohan, Heftig und so, Nikolaus, lade ich dir halt jetzt einfach mal mit ein. Also Mofoka hat leider die Einladung nicht angenommen, also die Freundschaftsanfrage, sodass ich ihn hätte einladen können. Hier habe ich Kogowai drauf, Bisa Flor drauf, Elevoltec, Raikou als 100er, sehr cool. Zweimal Katagami, aber mit Wetterboost einfach so aus dem Raid gefangen, nichts gepusht, gar nichts. 14 Leute sind am Start. Wir können mal gucken, ob irgendjemand dabei ist, den man nicht kennt. Ramses Shadow ist dabei. Schnappi sagt mir nix. Schnappi, Level 50, ist gelb, ist am Start. Grüße gehen raus an Schnappi. Wir hauen das Ding jetzt mal hier weg. Mal gucken, vielleicht ist sogar ein Shiny dabei. Die 100er Werte habe ich mir jetzt gar nicht durchgelesen. Aber wenn ihr normalerweise reingeht und fangt alles, könnt ihr ja dann bewerten, wenn ihr es gefangen habt. Dann seht ihr ja auch, ob es ein gutes ist oder nicht. Und wenn es sowieso geflohen ist, glaubt mir, ihr wollt nicht wissen, dass es ein 100er war, dann ärgert ihr euch noch mehr. Also fangt einfach und wenn ihr es gefangen habt, bewertet es. Ihr setzt euch nämlich mega unter Druck, wenn ihr vorher wisst, dass es ein 100er wäre beim Fangen, dann werft ihr gefühlt eh alles daneben. Ich hatte das mal in einem Stream mit einem wettergeboosteten Viridium, glaube ich. Haben schon alle gesagt, Glückwunsch, 100er, oh mein Gott. Und ich, hä, wie 100er? Und dann war ich so aufgeregt beim Werfen, dass ich so viel daneben geworfen habe, was man gar nicht kennt. Normalerweise treffe ich sehr gut, einfach fabelhaft, gerade bei den legendären Raid-Bossen. Lass mir da auch Zeit. Bei dem habe ich es dann komplett verkackt. Der ist dann auch abgehauen, live im Stream. Das war leider nicht so cool. So, hauen wir mal weiter hier drauf. Jetzt habe ich hier, der hat wieder zwei Ladeattacken. Warum nimmt der hier Geowatz, Alola Geowatz? Ja, weil das zwar Gestein ist, aber der ist auch gleichzeitig Elektro. Hat also Elektro-Attacken, was aber blöd ist, dass der, weil er Gestein ist, Suikuna mit Wasser greift an gegen ihn, aber... Das Geowatz hat überlebt, das Geowatz hat theoretisch den Kampf für sich entschieden. Gucken kurz auch, was das höchste ist. 1647 habe ich hier gesehen. 1650 habe ich auf dem hier gesehen. Drücken wir kurz durch. Hier ist nix. Ist hier vielleicht ein Shiny dabei? Kein Shiny, 1650. Das ist aber das höchste, das heißt, das Brettle werfen wir jetzt weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Konzentrieren uns jetzt hier auf das Werfen, auf das Fangen. Der sitzt in der Mitte, der bewegt sich kaum. Das ist sehr cool. Die ersten Bälle, die knalle ich hier mal drauf, bis ich merke, dass der Kreis stimmt. Jetzt stimmt der Kreis. Den würde ich jetzt also auch nicht mehr verstellen. Würde jetzt auf Geduld gehen. Denn ich glaube, das Ding ist so zappelig. Es hüpft. Aber es greift auch an irgendwann. Das ist der Angriff. Da curvt ihr, werft ihr rein. Einfach fabelhaft. Das muss eigentlich so sitzen. Jeder weitere Wurf, den man jetzt macht. Am Anfang, wenn man noch viele Bälle hat, kann man ja ein bisschen rumexperimentieren. Muss nicht unbedingt warten und einstellen, sondern durchs einfach draufhauen, stellt man den Kreis ein. Wie ein echter Vater. Und dann kann man den Rest so mitnehmen. Das Ding geht wenigstens nicht nach links. Das Ding geht nicht nach rechts. Es bleibt in der Luft immer fast stehen, weil es hüpft hoch und sieht dann immer aus, als würde es einfrieren. Es ruckelt immer extrem. Also bei anderen Handys habe ich das schon gesehen, das sah so brutal aus, wie das dann in der Luft gefühlt gehangen hat, einfach nur. Und du halb Augenkrebs bekommen hast. Von dem Hüpfen lasst ihr euch nicht irritieren, das ist komplett egal. Lasst es einfach hüpfen, das ist wichtig. Wenn er angreift, dann curvt ihr, werft drauf und dann ist der Ball safe. So. Wenn ich daneben treffe, muss ich ein Shiny verschicken. Spaß, sowas macht man nicht. Das kriegt nämlich eh keiner mit. Dafür sind die zu schade und dann heulen die Leute wieder rum. Das kannst du doch mir geben und so. Was war das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie er einfach nur sagt, nee, Ramses. Ich merke auch, ich rede irgendwie viel mehr als sonst, weil ich irgendwie schon wieder so Banane im Kopf und alles. Aber egal, wir werfen weiter drauf. Wir haben Geduld. Wir wollen einfach fabelhafte Würfe üben. Und das geht am besten bei legendären Raid-Bossen. Also warten wir wieder, bis er angreift. Und haben dann für morgen noch einen Entei übrig. Was wieder kompliziert wird, weil du eben wieder warten musst, bis der Raid überhaupt auf ist. Und dann siehst du, es ist kein Entei und bist enttäuscht. Und dann wartest du auf den nächsten Raid und der ist dann am Ende der Stadt und dann musst du den schnell posten und dann musst du schnell dahin fahren, an 30 roten Ampeln vorbei, quer durch den Park über irgendeinen Zaun klettern, dass du zu dem Raid kommst. Das ist immer total nervig. Deswegen, ich mag es, wenn ein Raid-Boss da ist und du genau weißt, aus dem Fünfer in der Stunde schlüpft das, dann hast du Zeit und kannst da hingehen.
Aber wenn jedes Mal 1000 Sachen drin sind und du immer raten musst, was es ist, das finde ich halt immer richtig bescheuert. 1650 hat wenigstens 3 Sterne. Wir können mal kurz gucken, was der als bestes Suikun hier hat. 1734 ist ein 96er vom 6.10.2017. Das ist also cool. Und das hier ohne Wetterboost wäre das auch mit 15 Angriff. 13, okay, von 2018. Da seht ihr, 17 war das da, 18 war das da. Manche sagen, die brauchen sie gar nicht mehr. Ich hätte mich gefreut, brauche ich jetzt nicht mehr. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Bianca sucht, glaube ich, immer noch das Shiny. Die war auch im Stream eben dabei. Aber das ist schon wieder Vergangenheit, wenn ihr das seht. Das war's. Morgen suche ich nochmal Entei. Dann wird Entei nochmal begrüßt, denn den haben wir noch nicht begrüßt. Und dann müsste der Habanero auch bald wieder da sein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.